sind wir wieder zurück bei Schlag den Raab. Wir sind jetzt im wievielten Spiel? Fünf. Es könnte das fünfte sein. Wir spielen jetzt gerade eine Brücke und es steht 3-2 für den Wolf, finde ich. Wie das eingebildet klingt. Eine weitere Runde Eindrücke beginnt. Wird so, diesmal sind es mehr Gründe. Steht gerade erst 9-1 und einfach ging das Spiel wieder los. Unglaublich. Ja, 5 Punkte müssen wir erspielen. Ja, in diesem Spiel gibt es 5 Punkte. Das heißt, ich könnte mal rankommen. So ein bisschen. Was wird immer gesagt? Hinten ist die Ente fett? Ja, sagt Buschi immer. Ja, Buschi Buschmann. Der ist cool. Ja. Wie viele Gemüsesorten waren auf dem Bild zu sehen? Gemüsesorten? Ich weiß es nicht. Ich würde auch noch die Obstsorten einfach drauf ziehen. Ja, also ehrlich gesagt, ich wusste, dass es ja 12 Dinger sind. Ja, das hab ich auch gedacht. Und ich habe gezählt die grünen erstmal, dann ja, die roten gezählt. Genau, so ging es auch. Ja. Rot eine weitere Runde ein. Ja, genau, ein paar Türen. Oh, Türen sind toll. Wie viele Türen sind eckig? fast alle, außer 3. Was? Oh je. Wie viele Türen waren gelb? Ja, ich weiß dieses es fast. Habe ich nicht aufgepasst. Es müssen nur eigentlich 3 sein. 0. Gut, sehr schön. Ich habe gerade gesehen. Ja, dann hätte es ja auch drucken können. Drucken. Soll ich eine Friedenspfeife rausholen? Okay, das kenne ich auch. Bippel, weißt du? Drucken. Dabei ist das doch gar nicht anstrengend, da vor dem Fernseher zu sitzen und sich ein paar Gegenstände einzuprägen. Da hast du völlig recht. Da unten ist außerdem kein Ball, das ist ein Rad. Das weiß ich auch. Ja, wollte ich dir nur noch mal sagen. Skateboard, Dennis. Ja, ich wollte es dir nur noch mal sagen. Welche Farbe hatte der Rahmen des Tennisschlägers? Der müsste silber gewesen sein. Weil der Henkel war schwarz und dann ist das Silber zur Seite abgegangen. Aha. Georg hat schon von Berufswegen einen Sinn für Details. Ich habe mir am Anfang erstmal das Rad angeguckt, dass das Rad gelb war. Ja. Und danach habe ich erstmal gezählt, dass der Baseball-Handschuh 2 Bälle hatte. Und das habe ich auch gemerkt. Genauso gab es auch 2 Hockeyschläger. Ja. Einer an der Seite und einer, der längs war, ne? Ach Gott. Welche Farbe hatte der Pullover des Mannes? Oh, warte mal, war das beige oder war das braun? Ich denke, er ist beige. Ich würde sagen, es war rot. Ja, nee, das ist ja braun. Okay, es ist eigentlich nicht wirklich braun. Es sah so ein bisschen bräunlich aus, ehrlich gesagt. Tolle Aussage. Ja, Matchball für Georg. Ja, die Pause hat mir gut getan anscheinend. Ja, mir nicht. Okay. Wir wackeln und wackeln. Sowieso der so alte Männer, die ja. Schade, dass die Leute das nicht sehen können. Wie viele farbige Holzklötze waren zu sehen? Warte. Ah, ich weiß es. Ja. 4, 3, 2 und 1. Genau, 4, 3, 2, 1. Insgesamt waren es übrigens 22. Oh. Deutschland ist momentan sehr ausgeglichen. Vielleicht auch. Ach, okay. Und das ist jetzt die Entscheidung. Na klasse. Oh Gott, was soll das denn? Wie viele Würfel waren zu sehen? Wie viele blaue Würfel waren auf dem Bild? Nein, gerade das habe ich nicht. Gerade das habe ich nicht. Gerade das habe ich nicht.
Ich hab rot, ich hatte rot und gelb gezählt. Grün hat auch 6 und rot hatte sogar 7. Wenn ich ja, ja. Und gelb hat er auch 6. Ach, gelb habe ich nicht gezählt in der Auszeit. Ah. Aber ich weiß, insgesamt waren 26. Ja. Ja, gelb war am meisten. Ja, ja, damit haben wir noch einen Zwischenstand. Ah. Auch die das ist schon einmal typisch, Stefan. Du willst es wieder nicht spannend. Es ist nicht mehr weit, oder? Es waren 65 zu 1. Ja, aber es ist noch nichts. Noch nichts gesichert. Es ist noch alles offen. Also es steht jetzt 14 zu 1, wie man vielleicht sehen kann. Ja. Und, weil ich so nett bin, ja. Gucken wir uns jetzt noch eine Grafik an. Nee, dann eben nicht. Naja, gut. Nach jedem zweiten Spiel, würde ich sagen, gucken wir uns die Grafik an. Ja, weißt du, in welchem Spiel steht das? Deswegen gucken wir uns das Spiel 6 an und das heißt. Stimmt. Das ist ein Spiel, was ich bislang, glaube ich, in unserer ich liebe es. Bislang in unserer ganzen Serie liebe nicht stimmt. einmal gewonnen habe. Ja, das ist Pech natürlich. Ja. Du darfst das mal angucken und den Zuschauern erzählen, was ja. sie denn jetzt sehen. Wir werden eine Reihe Behauptungen serviert. Entscheide, ob du ihnen glaubst oder nicht. Wer viermal hinters Licht geführt wurde, scheidet aus. Wer am Ende übrig bleibt, hat gewonnen. Ja, drücke auf deiner Wii-Fernbedienung den 1-Knopf, wenn du denkst, die Behauptung stimmt. Oder den 2-Knopf, wenn du glaubst, die Behauptung stimmt nicht. Damit niemand von dir abschauen kann, gib du bei diesem Spiel deine Antwort am besten verdeckt ein. Also 1, ja, 2, nein. Ist einfach, ne? Ihr spielt gleichzeitig. Haben alle ihren Tipp verdeckt eingegeben, wird aufgelöst. Wer viermal daneben liegt, scheidet aus. Osaka war ein Austragungsort der Leichtathletik-Weltmeisterschaft 2007. Glückwunsch, Sternwarte, verkackt. Ich dachte, das war Berlin. Es wird der Reihe nachgedacht, bevor wir die Wahrheit erfahren. Jäger bezeichnen die Augen eines Rehes auch als Lichter. Ja, das weiß ich. Ich weiß es nicht. Doch, bei Kameras kannst du das sehen, wenn du die Tiere fotografierst, wie Katzen zum Beispiel. Die haben dieses Leuchten in den Augen, deswegen heißt es Lichter. Eine Pelerine ist ein gepolsterter Armschutz. Nee. Habe ich noch nie gehört. Ist ein kurzer Schulterumhang, der nur Schulter und Oberarme bedeckt. Das hätte ich nicht gewusst. Karfreitag soll an die Auferstehung von Jesus erinnern. Nein. Und das war's nicht. Pass auf, jetzt kommt noch eine Lösung. Nein, kommt nicht. Achso, das stand da schon. Ja, stand die da schon. Kaubären waren die Vorläufer der heutigen Haribo Goldbären. Kaubären, warte mal. Ja, ich muss ein bisschen überlegen. Ich weiß, du überlegst da relativ schnell. Aber für mich geht's ja jetzt um viel. ja, ich bin halt der Rabe, ja. Also im Endeffekt... Ich kann's mir leisten, für dich ja. 500.000 Zuschauer. Oh, wenn ich so viel hätte. Ich hab schon lange. Kaubären war der Vorläufer. Ich habe vor einiger Weile irgendwie eine Reportage gesehen. Da war irgendwas. Oh, das ist eine Reportage. Nein! Hast du jetzt überhaupt was gedrückt? Ja, ich habe 1 gedrückt. Oh, ich dachte, das hätte jetzt einfach mal so aufgelöst. Nein, nein. Jetzt haben wir die Lösung wieder verpasst. Mal sehen, der Vortester war das. Unglaubliches aufgetischt wird. Die Ordnungszahl eines chemischen Elements ist identisch mit seiner Protonenzahl. Warte mal. Doch, war es. Ja, ich war mir nicht ganz sicher. Das ist eine Elektronenzahl. Ja, deswegen. Genau deswegen hatte ich auch gedacht, dass es nicht so ist. Aber jetzt entscheidet sich das schon wieder. Es kann nicht wahr sein. Ja, wir können auch in Sun Death gehen. Ja, das ist ja Sun Death. Was sagt ihr zu folgender Aussage? Doch, im Endeffekt schon. Das Londoner Wahrzeichen Big Ben ist älter als der Pariser Eiffelturm. Boah. Entscheidung oder nicht? Ja. Schade, dass du es wusstest. Ich wusste es. Ich wusste es auch nicht. Ich hab geraten. Ich wusste es. Der Big Ben ist schon so arschalt. Der Pariser Eiffelturm war ja früher der Fernsehturm von Paris. Kann er sein. Und hier kommt die nächste Frage. Deshalb später ist er erbaut worden. Eine Frage der Zeit ist ein berühmter Film mit Tom Cruise, Jack Nicholson und... Oh, natürlich. Eine Frage der
Schöne Sache. Schöne Sache. Schöne Sache. So, weiter geht's. Die nächste Behauptung wird sicher nicht so einfach zu durchschauen sein. Hoffe ich. Rom bewarb sich nicht als Austragungsort für die Olympischen Sommerspiele 2012. Warte mal. Nicht! Da steht nicht, ne? Da steht nicht. Das weiß ich nicht. Da steht nicht. Ich weiß nicht, ob da nicht stand. Ja, das steht nicht. Weil bei Olympia ist das ja oft so, dass in Kontinenten immer gedingst wird. Und da ich weiß ja, dass London 2012 war, ne, kann Rom ja gar nicht gleichzeitig das gemacht haben. Wieso das denn nicht? Weil zwei europäische Städte nicht gleichzeitig gegeneinander. Also ich finde, das können immer so viele, wie sie wollen. Ja. Momentan die Deutschen haben uns auch teilgenommen. Mit Leipzig. Gegen Hamburg. Grüne Mosaikjungfer ist eine Libelle. Ja, natürlich. Mosaik-Jungfrau. Habe ich definitiv schon mal irgendwo gesehen. Super. Mosaik-Jungfrau. Nee, aber das, jetzt geht's rund. Weißt du, jetzt Harrison funktioniert. Harrison war nie ein Mitglied der Beatles. Harrison war nie ein Mitglied der Harrison. Hast du nicht mal einen Vortrag über die gehalten? Ja, und deswegen ist das jetzt das, gerade ganz dieses Wissen ausgerechnet, das habe ich nicht. Das behandelt man doch nicht in der Schule heute. Ich glaube... Ich will mich jetzt nicht blamieren. Jetzt ist alles richtig. Oh Gott sei Dank. Er war eins von denen. Er war das einer der Gründungsmitglieder. Ich habe keine Ahnung. Sag bloß jetzt die nächste Behauptung hat es wieder in sich. Die Hauptstadt von Bosnien-Herzegowina ist Sarajevo. Ja, ist so. Sarajevo. Ja, ehrlich gesagt die einzige Stadt, die ich in Bosnien kenne. Noch ist die Entscheidung nicht gefallen. Die weltweit erste erfolgreiche Herztransplantation fand 1988 statt. Ich hab was gelesen. Danke. Die war früher. Das wusste ich, aber ich wusste nicht wann. Ich wusste vor 88, aber ich wusste nicht wann. Oh. Nun, ich hab gewonnen! Jawoll! Wie man das durchschaut, kennt Georg. Endlich mal ein Sieg. Ein klarer Sieg für ihn. Endlich mal. Weißt du was? Das kommt mal vor. Ja. Ja. Gott sei Dank verliere ich nicht zu 1. Aber es ist ja noch alles offen. Jetzt steht's 14-7. Jetzt muss ich schon bis Spiel 12 spielen. Ja. Was? Andersrum, ich kann jetzt gleich den Ausgleich schaffen. Ich kann gleich den Ausgleich schaffen. Ich habe nur 3 Spiele gewonnen. Glaubst du, das ernsthaft ist ein Kurs? Ja. Ja. Ich bin hochmotiviert. Ich schaffe das. Nicht das gleiche. Ihr werdet das gleich sehen. Gleich steht da 14-14. Motivation pur. Und damit geht's jetzt weiter. Mal sehen, was wir als nächstes für euch haben. Na und? Kopfrechnen. Ja, das ist so ein Spiel, was man normalerweise als letztes spielen sollte. Weil ja, am besten ist es dann auch schon entgegen. Also das ich glaube, das können wir verraten. Nein, das verraten wir jetzt nicht. Es ist jetzt dann noch nicht, wie lange spielen wir jetzt schon? Ein bisschen. Aha, es ist jetzt noch nicht so 22 Uhr. Nein, wir haben es noch ein bisschen. Wo man es jetzt ungefähr in der Show spielen würde, dann haben wir auch noch ein bisschen Werbung ausgelassen in der Aufnahme. Ja. Wir warten ja nicht nur, weil ihr ein bisschen warten muss, auch 20 Minuten weiter. Das wäre was, das wäre was. Das hätte was, aber dann würden wir nie fertig. Nee. Da wir auch noch ein bisschen Freizeit haben wollen. Ich erst. Ja, also Mathe-Asse nach vorne, wobei eigentlich sind das ja nur einfache Aufgaben. Ja. Fragt sich nur, wer von euch den schnelleren Kopfrechner hat. Gebuzzert wird wie immer mit dem A-Knopf oder einfach haut drauf und dann eingeben die Lösung. Oder sich auswählen. Eingeben. Ihr spielt gleichzeitig. Wer zuerst buzzert, darf antworten. Ihr braucht 7 Punkte, um zu gewinnen. Adam Riese, nimm dich in Acht. Jetzt kommt heraus, was wir schon seit der PISA-Studie befürchtet haben. Richtig. So schnell finde ich nicht. 3+4. Das ging ja fix. Ich bin ungefähr ab der Hälfte nicht mehr mitgekommen. Gib deine Antworten möglichst schnell mit dem Stellenregler ein. Na! Ja, das hätte ich auch gehört. 12+5. Ach, geh auch gerade noch so hin. Die Rechnung geht auf, 1 Punkt für Stefan. Ah, falsch rum! Verblüffend. Stimmt, ja. 9x4 war eigentlich die Frage. Ich habe einiges vorgelegt. Stimmt. Man darf sich das nicht mit einem Finanzbeamten anlegen. Ey, mein Buzzer hat nicht funktioniert! Alter Verwalter, das kann nicht wahr sein! Ah,
hast nur nicht richtig gedrückt, dass die Wunsch. Stefan, untergräbst du mal wieder die Moral der Konkurrenz? Der schon wieder nicht! Das gibt's nicht! Genau! Das sollten wir mal. Ist deine Briefung überhaupt. Kann man das mal toppen? Ja! So! Stefan, da, aber hier, da, die geht immer noch nicht. Das gibt's nicht. Regelmäßige Doping-Kontrolle. Mal austauschen. Ich merk schon. Da, schon wieder. Ah, jetzt geht's. Guck mal, viermal nachgedrückt. Das gibt es nicht. Das war ein Schuss in den Ofen. Sind so viermal nachgedrückt, so, und jetzt habe ich völlig verwirrt. Dann lass uns mal kurz wechseln. Das ist ja unfair. Ja. Nee, wir machen hier einfach nur Dings hier. Dingsen, Batterien. Mal einmal rausnehmen. Wop, die Batterien wieder rein tun. Nee, aber das. Ich habe eben dreimal gedrückt und ich habe jetzt einfach nur mal eben zum Test gedrückt. Du hast ja gerade gesehen. So, geht A drücken. Geht. Gut, wir können weitermachen. Das ist schon mal an. Ja, Spielpause. Wir spielen natürlich weiter. Der hat schon verloren. Das gilt auch heute. Ja, das geht. Jetzt hattest du eben nachdrücken müssen, das habe ich gesehen. Wie machst du das nur? Jetzt haben wir beide den Nachteil, das ist doch mal was ganz Schlimmes. Ja, danke. Manchmal frage ich mich, ob Stefan wirklich von diesem Planeten stammt. Optisch nicht. Ach, nee. Ja. Sehr gut. Weil das sind 48 minus 2 gewesen. Da hast du ja einiges vorgelegt. Ich schon, das ist gleich einmal eins drauf. Der Schatzmeister von Pro7 lässt gar nichts anwenden. Ah, hatte ich auch schon wieder drauf gedrückt. Okay, du hast das Spiel gewonnen. Noch hast du. Noch? Jetzt hab ich's gewonnen. Ich hab zweimal drauf gedrückt und er wollte nicht. Naja, was soll's. Wenn es drauf ankommt, ist er knallhart. Stefan war also, wie war ich jetzt noch gleich? Ja, aber ich hab, wie gesagt, ich hab öfter drauf gedrückt als irgendwas anderes. Also bei mir wollte er nicht so ganz. Du kannst auch die Refund-Bedienung tauschen. Ja, das bringt mir ja jetzt nichts mehr. Ja, jetzt nicht mehr. Ja. Naja, also dann gucken wir uns mal im nächsten neuen Spielstand an. Da ist jetzt auch 14:14. Nein, nicht ganz. 21:21. Ja, weil meine Fernbedienung manchmal nicht wollte. Ja, das kann man immer so sagen. Ja. Und bevor wir jetzt noch Werbung machen, spielen wir einfach noch ein Dartspiel. Nicht so schön schnell. Wie das achte. Ja. Und ich hoffe, dass die Fernbedienung dann wieder funktioniert. Es reicht mit dem Batterietausch, also es hat ja jedenfalls mehr oder weniger funktioniert. Mehr oder weniger. Ja. Toll. Ich liebe das. Oder wollte ich einfach Bilder mal werden mit Objekten bedruckt? Was? Nein, danach bekommst du eine Frage gestellt, die sich auf eine Eigenschaft der Objekte bezieht. Mhm. Tippe anschließend, auf welchem Bild die gesuchte Eigenschaft überwog. Mhm. Wer viermal daneben liegt, scheidet aus. Oha. Hier spielt gleichzeitig. Nachdem du das Bild angesehen hast und die Frage erscheint, kannst du die Refund-Bedienung verdeckt deine Einschätzung eingeben. Drücke den 1-Knopf, wenn du denkst, dass die Eigenschaft der Objekte in Bild 1 überwogen. Drücke den 2-Knopf, wenn du glaubst, dass es umgekehrt ist. Also, wenn Bild 2 mehr hat, dann sage ich 2. Du drückst auf die Taste, wo das Bild mehr Eigenschaften hat. Ja, aber jetzt guck mal, ich habe wieder zweimal drauf gedrückt und dann hat er erst gemerkt, ja, dass ich A gedrückt habe. Dann drücken wir jetzt noch ein bisschen A, damit du es üben kannst. Ja. So, ich habe jetzt ein paar Mal A gedrückt, aber es bringt mir ja nichts, weil du A drücken musst. Schön, ne? Mehr Fett. Das ist witzig. Who's fat? Eine Karotte, vegan. Danke, gell? Was soll das denn sein? Was soll das Fleisch sein, oder was? Also, sieht ein bisschen komisch aus. Ja. 220 Milligramm gegen 88. So, ich drück wieder A. Jetzt. Siehst du, geht wieder nicht! Doch. Jetzt ging das. Okay. 15 Löwen. Ja, schön, dass du es mir nochmal gesagt hast. Höher. Ausgewachsen oder was? Ja, das ist die große Frage. Wenn sie stehen oder wenn sie sitzen? Es waren, ich glaube, 18 Schweine. Schweinchen. Das Glück ist im Augenblick recht fair verteilt, aber wie lange noch? Ja, guck mal was.
Okay. Ach, ein Affe. So, ja. Da kann ich nur sagen, was sieht man auf einen Blick? Ja, gegen einen Koala-Bär. Oh Gott. Das sieht aber freundlich aus. Ich dachte auch, der Koala-Bär ist schwerer. Affe ist so schwer? Ja, 50. Weißt du jetzt Bescheid? Oh. Okay. Gegen. Was soll ich überhaupt sagen? Oha. Also, das macht es jetzt eigentlich sehr schwierig. Was ist von dem lauter? Waren beide, es waren genau gleich viel. Bloß ich dachte mir, dass die lauter ist als die andere. Ich habe mal verstanden, was das sein soll. Das ist so eine Kreissäge. Ja, so eine kleine Kreissäge. Ach so, okay. Länger. Okay. Eine Lokomotive oder was? Ja, wahrscheinlich. Eine 50-50-Chance. Ja, das war jetzt nicht so schwer. 72 gegen 38 Meter. Also eigentlich müssten die Schweinchen ja nur so vor aufploppen sich schützen. Dann wäre es vielleicht was anderes gewesen oder sonst. Oh Gott. Okay, gegen. So, ja? Das was ist das Gute, dass ich jetzt gerade erst vor kurzem Mario und Sonic durchgespielt habe. Ich weiß, wie lang ein Curlingfeld ist. Hör ich nicht. Ich weiß, wie lang ein Fußballfeld unter Umständen sein kann. Ein Curlingfeld ist relativ klein. Oh, ich habe mir gedacht, 5 Fußballfelder, die können ja nicht so lang sein. Wir haben es mit 105 Metern gerechnet. Ja, oh, kommt hin. Noch ist nichts entschieden. Soll es Bäume sein? Nein. Oha. Das ist vom Gewicht her schwerer. Diese Grafiken waren so scheiße. Was war das zweite überhaupt? Bonbons oder was? Vielleicht. Ach Gott, ich sag doch mal das. Das zweite war Speck. Speck ist nicht so schwer wie Brokkoli. Erstmal ins Wasser mit aus wie Bäume. Und sich damit vergessen hat anzumalen. Georg tippt recht zuverlässig. Okay. Das machen sie jetzt schwierig. So. Wie lang ist so ein Feld gegenüber das andere? Dem anderen. So, wenn da reinpasst. Ich muss das gerade gegenrechnen. Ich mache das auch. Reinpassen. Müssen das so viele sein? Dann müsste das so viele sein. Ein bisschen ruhiger bitte. Ich muss mich auch noch konzentrieren. Ich hab. Also angenommen, wir haben jetzt, ich glaube, 8 Handballfelder gesehen. Kann noch mehr sein. Ja, ich habe 8 gezählt, glaube ich. So, und es waren 20 Bowlingbahnen. Von Länge her müsste das gleiche sein, aber das wären dann ja nur 2 Bowlingbahnen in der Breite. Das kommt mir ein bisschen komisch vor. Lass mal die Hand durchziehen. Ich war lange im Überlegen, ob das so ist, so, und dann habe ich wegen der Länge geguckt und dann habe ich erst, als ich das eingeloggt habe, habe ich gesehen, dass es das Gesamtvolumen gemeint ist. Ich habe das von der Länge her gemessen. Total bescheuert! Okay. Einmal Südkorea. Das ist schon mal toll, dass du das Land kennst. Ja, ich hab's schon mal gesehen irgendwo. Sehr schön. Gegen. Oh! Einmal Irland. Oh! Das dürfte jetzt wirklich mit knapp flinken sein. Augen und mathematischem Gespür kann man. Ich bitte dich. Irland ist ein
Bevölkerung ja, ist schwaches Land gegen Südkorea. Das ist überbevölkert schon. Okay. Oh je. Yeah. Das ist ja witzig. Ich kann nicht mal die Autobahn sehen. Du bist auch irgendwo da bei Berlin, oder nicht? Ach, ich sag's ganz. Die A1 ist eine der längsten Strecken. Ja, das ist ja die erste, die führt ja bei uns vorbei. Es, die, echt, die ist so arschlang gegenüber die 10er. Ich weiß ja nicht mal, wo die ist. Ich auch nicht. Dann kannst du so einfach urteilen. Ja. Wo wurde mehr Leistung verbaut? Okay. Oh Gott. Du hast schon. Ich hab schon. Ich hab so ein Bauchgefühl. Ja, und bevor wir jetzt... Bevor wir weitermachen, ist es wieder Zeit für ein bisschen Pause. Muss, ja, nur damit du gleich wieder gewinnst, ne? Ja, nur dass ich gleich wieder gewinne. Also wir sind gleich wieder da und bis dahin sagen wir... Tschüss!